Ich habe ein Mittel gegen die Krise gefunden, und zwar Tourismus. Ideal wäre ein Sessellift, der die Touristen auf eine Tour durchs Gefängnis führt. Und der Höhepunkt der Führung ist ein Besuch in der Zelle der Gebrüder Dalton. Entschuldigung, aber die Gefangenen sind doch keine Zooaffen. Manchmal bin ich mir da nicht so sicher. Das erfordert natürlich die Mitarbeit aller Beteiligten. Das Rezept für einen erfolgreichen Tourismus ist Lächeln. Käse. Perfekt, perfekt. Ja, positives Denken. Ah, ein riesiger Riesenwurm. Wo ist sein Kopf? Ich will ihn beißen. So, Sie wollen uns also ausstellen? Das werden Sie noch bereuen. Averill, hast du noch das Schießeisen aus Seife? Ja, hab's kaum benutzt. Brrr. Unsere ersten Touristen. Aber denk daran, lächeln. Ich wurde von einem Gartenzwerg getreten. Julius, benimm dich, mein Sohn. Lassen Sie ihn, er ist doch noch ein Kind. Oh, dämlicher Bengel. Lächeln. Wenn Sie mir jetzt bitte folgen würden. Vergessen Sie nicht unseren Reiseführer. Und füttern Sie die Gefangenen nicht mit Erdnüssen. Ein Gefangener zerbricht 50 große Steine am Tag. Also ich finde das ganz unglaublich. Mein Sohn, da siehst du, wo es hinführt, wenn man sich nicht an die Gesetze hält. Lächeln. Autsch. Untersteh dich, Buck. Lächeln. Piet, lächeln. Sieh doch mal, Schatz, eine Dampfbügelmaschine. Davon habe ich immer geträumt. Ja, richtig, richtig. Wie geht's weiter? Nicht hin, Julie. Das Gefängnis ist mit einer einzigartigen Hygienetechnologie ausgerüstet. Jeden Tag bereitet ein französischer Koch über 100 Mahlzeiten, die sowohl gesund als auch schmackhaft sind. Und jetzt die Zelle des größten Banditen im Wilden Westen, Joe Dalton. Aber ich bin ein sehr bescheidener Mann. Ha, der Zwerg ist ja noch kleiner als mein Rucksack. Endstation, sofort alle Mann aussteigen! Ach komm schon, dein Revolver ist doch gar nicht... Aua! Julius, manchmal muss man einfach auf die Erwachsenen hören. Selbst wenn sie Gartenzwerg groß sind. Nein! Du bist der Vater. Kau nicht Kaugummi. Das gehört sich nicht für einen Vater. Hört euch das an. Das Hauptgebäude ist von einer 1 Kilometer langen, unüberwindlichen Mauer umgeben, steht hier drin. Unüberwindlich? Von wegen. Alles klar? Gab's keine Probleme mit den Daltons? Überhaupt nicht. Aua! Halt die Klappe, Julius! Ja, aber du... Sprich nicht so mit deinem Vater! Benimm dich anständig, mein kleiner Hosenscheißer! Hm? Höhenangst, Joe? Nein, hab ich nicht. Ich will bloß nicht runtersehen. Na, warte, du Riesenwurm. Au, dieser Riesenwurm hat aber einen harten Pelz. Oh, Mann. Oh.
Joe, das ist besser für dich. Ich will aber noch nicht sterben. Riecht gut. Was ist das? Ich höre Musik. Hey, was läuft denn hier? Das ist ja wie eine Achterbahnfahrt auf einem Rummel. Quack, quack. Wieso denn Quack, Quack? Wo sind wir? Na, meine Freunde, wie war denn die Tour? Toll! Können wir gleich nochmal fahren? Eigentlich wollen wir lieber gehen. Lächeln. Du bist bestimmt sehr froh, dass deine Mama aus China herkommt, um dir zu helfen, Ming Li Fu. Oh ja, Mama ist sehr nett. Dummerweise kann ich sie nicht gebührend empfangen. Lumbago ist kein Problem. Mama ist sehr stark mit chinesischer Medizin. Mama! Ausgezeichnet. Wir nehmen die Chinesenmutter als Geisel und machen eine Fliege. Eine alte Dame? Das ist unmoralisch. Ja, aber sie kann schnell laufen. Keine Bewegung oder ich bügle das alte Ding. Das heißt, ich bügle die alte Lady. Ma! Ach, meine guten Jungs. Du bist die beste Mami der Welt. Das ist nicht wahr. Eulema hat meine Mama ausgetrickst. Aber meine Mama ist stärker. Sie kann Kung Fu. Wenn du deine Mami wiedersehen willst, dann spielst du unsere Spielchen mit, Freundchen. Meine liebe Miss Fu, darf ich Sie bitten, etwas Akupunktur gegen meine Rückenschmerzen anzuwenden? Tschung, tsching, tschung. Mama sagt, sie braucht klingend Hilfe bei der Wäsche. Sie hat vier Blüder gesehen, die ihr kompetent erscheinen. Wie Sie wünschen, aber machen Sie was gegen meine Rückenschmerzen. Ah, vielen Dank. Riecht das gut? Ist das Lasagne? Gut. 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 Das ist schlechte Arbeit. Du bist völlig inkompetent. Hallo, Wache. Joe. Inkompetent. Es wird Zeit, das Schisspulver sprechen zu lassen. Wer hat dir erlaubt, dich einfach zu bedienen? Hä? Ich! Everell! Ach nö, Ma, nicht Everell! Gib mir das Schießeis! Nein! Ma hat mir das Ding gegeben! Ja. Ich hab das Schießeis! Ja, hier damit! Ja. Manchmal frage ich mich, ob die Dalton-Brüder uns überhaupt brauchen. Wir brauchen einen guten Plan. Einen sehr guten, denn ich kann diesen unhöflichen Zwerg keine Sekunde länger aushalten. Hört auf zu zucken, ihr zwei! Runter von ihm! Hä? Und, wer hat jetzt eine Idee? Ich! Ja, Everell? Wir schwimmen durch den Fluss mit diesen Schilfröhrchen.
Noch eine Idee? Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine bessere Idee. Unterbrich deinen Bruder nicht, Joe. Bewaffnen und das Gefängnis mit Waffengewalt einnehmen. Hoffentlich kocht die Lady uns was Leckeres. Oh Mann, dabei habe ich so eine tolle Idee. Sie möchte mir Spaghetti geben? Ach, ich bin verrückt nach Spaghetti. Da kommt Ma! Sie macht aber merkwürdige Geräusche. Die kommen von den Nadeln, die sie immer mit sich rumträgt. Keine Bewegung! Na endlich! Ach, so klappt die Sache! Man soll die Küken erst zählen, wenn sie geschlüpft sei. Mama! Was für eine Schrumpelmutti! Deine Mami hat keine Chance gegen meine. Meine Mama kann Kung Fu. Das hier ist kein Kochwettbewerb. Sieh mal, Joe. Ma hat uns schicke Pfeilen aus ihrem Gefängnis geschickt. Wenn du nicht willst, dass deine Klamotten immer so rau und kratzig sind, musst du dich bei Ming Li Fu entschuldigen. Ein Dalton entschuldigt sich niemals. Da kratzt er sich lieber. Genau so ist es. Oh, ja! Sind wir frei? Nicht ganz. Daneben Plan B. Aua! Dieser Fluchtplan wird in die Geschichte eingehen. Wer ist da? Klappe, du Vollidiot! Du machst doch alle wahr! Hä? Ist das etwa eine neue Alarmsirene? Aua! Au! Ich komm ja schon. Wenn die Bleichgesichter einen Weg finden, diesen Schreihals zu beruhigen, wären wir sehr dankbar. Wir haben seit Monaten nicht geschlafen. Ah, ich bin singelig. Ich weiß nicht, wie man mit Babys umgeht. Ah, du kleiner Frechdachs, du. Ah, warten Sie, Chef. Ah. Ich habe mal meinen Patensohn gesittet. Aufgeregter Elch hat die Seele eines furchtlosen Kriegers. Aber verrückter Wolf wird wahnsinnig, wenn das noch ein paar Monde so weitergeht. Tralali, Babylein, du sollst brav und ruhig sein. Tralali, Babylein, ja, so ist es brav und fein. Du süßer kleiner Fratz. Ich hasse Tiere, aber ich glaube, ich hasse Babys noch mehr. Gib mir das Kind. Ein Baby braucht weibliche Fürsorge. Das tollpatschige Bleichgesicht ist stärker als unser Medizinmann, fabelhafter Falke.
Behaltet ihn, wir kommen morgen zurück. Und danke fürs Aufpassen. Ja. Wir nutzen die Gelegenheit, um mit dem Satansbraten abzuhauen. Die Wachen werden es nicht wagen, auf uns zu schießen. Ich überlasse den Kleinen, Miss Betty. Bei den Gefangenen darf das Würmchen auf keinen Fall bleiben. Na schön. Machen wir diesmal eine Ausnahme. Na, wenn das nicht Liebe ist. Oh, dieses Baby hat aber ziemlich starke Pranken. Au, ei. Hoppa, hoppa, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, dann fressen ihn die Raben. Nicht so laut, du kannst ihm später was vorsehen. Ah! Er will, dass du es nochmal machst. Das kann er vergessen. Na schön, aber er soll aufhören zu schreien. Wunderbar, ja, ganz wunderbar. So, zurück an die Arbeit. Ja, endlich. So, und jetzt brechen wir aus. Ja. Sie gehen mit dem Baby Gassi? Ich gehe lieber mit, nicht dass was passiert. So, wir sind weit genug. Endlich ohne Kugel und ohne Kette. Oh, süße Freiheit. Aber Joe, wir können doch den Kleinen nicht mitten in der Wüste lassen. Wenn ein Kojote ihn frisst, wird der Häuptling stinksauer sein. Die Indianer werden unserer Spur folgen und uns skalpieren. Hä? Okay. Tolle Idee, das Baby in einen Themenpark zu bringen. Das sieht ziemlich echt hier aus. Leg es vorsichtig ab, dann verschwinden wir. Diese Kostüme sind fabelhaft. Es sieht aus wie ein echtes Indianerlager. Bravo. Jetzt ist die Familie wieder vereinigt. Auf Wiedersehen. Der tollpatschige Medizinmann ist unser Ehrengast für die nächsten Monde. Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber wir haben einen Fluchtplan, an den wir uns halten müssen. Verrückter Wolf besteht darauf. Gesichter kriegen tonnenweise Mais und ein hübsches Tippi, wenn sie einverstanden sind. Ansonsten werden sie skalpiert. Geschafft! Es war leicht, eure Spur zu finden. Das Baby hat ganze Arbeit geleistet. Das Baby hat die Daltons ganz schön geschlaucht. Ich glaube, sie sind froh, dass sie wieder zurück sind. Denke ich auch. Und verrückter Wolf wird schon eine Lösung finden, wie er das Baby beruhigt. Er ist ja ein Indianer.